Bonjour, meine Schüler und Schülerinnen. Bonjour, Frau Bordeaux. Ich hoffe, dass ihr alle eure Hausaufgaben gemacht habt. Die werden wir jetzt zusammen vergleichen. Ach Mist. Robert, du möchtest anfangen? Sehr schön. Nein, ich wollte nicht anfangen. Nicht? Warum denn nicht? Ich hab sie vergessen. Das ist nicht gut, Robert. Ich werde einen Vermerk ins Klassenbuch machen. Beim nächsten Mal bekommen deine Eltern einen Brief. Es tut mir leid, ich werde sie nicht nochmal vergessen. Gut, dann macht Mila weiter. Lies bitte den ersten Satz vor. Madame Pirot est dans les bus. Très bien, sehr gut, Mila. Der nächste, bitte. Am nächsten Tag in der Pause. Hä? Was steht da? Die Sauklaue kann doch niemand lesen. Hey, was machst du da? Wir haben Pause. Ach, ich muss schnell meine französische Hausaufgaben machen, sonst gibt's den Brief an meine Eltern und ich habe keine Lust auf Stress. Du meinst wohl, du schreibst sie ab? Quatsch, ich vergleiche sie lediglich. Okay, verstehe. Hey Robert, jetzt komm her und spiel gefälligst mit. Kann gerade nicht, aber bin gleich fertig. Na toll, uns fehlt aber ein Mann. Aua, ich bin doch gleich fertig. Ich könnte so lange ja einspringen. Dann zeig mal, wie du schießen kannst. Alles klar. Ich würde sagen, das war ein Aus. Ups, ich lasse das mal lieber mit dem Fußball. Und wer holt uns jetzt den Ball wieder? Eigentlich ja der, der den Ball ins Aus schießt. Muss ich wirklich ins Gebüsch klettern? Naja, ich will mal nicht so sein, ich gehe schon. Vielleicht ist ja Robert bis dahin mit seinen Hausaufgaben fertig. Wo ist er denn nur hin? Der ist doch hierher geflogen. Das gibt's doch nicht, der ist wie vom Erdboden verschluckt. Puh, endlich fertig. Ich bin fertig, wir können spielen. Ja, wenn ich den Ball finde, können wir spielen. Wie, hast du ihn immer noch nicht gefunden? Das kann doch nicht so schwer sein. Ja, keine Ahnung, er ist weg. Okay, dann muss ich das halt machen. Ich habe ihn bestimmt ruckzuck gefunden. Das ist ja wie im Dschungel. Und, hast du ihn? Nee. Ich dachte, du hast ihn ruckzuck gefunden. Boah, ich habe keinen Bock mehr zu warten. Wer kommt mit zum Kiosk? Ich. Ich auch, hab auch keinen Bock mehr hier rumzustehen. Hey, was ist denn das? Hast du den Fußball? Mir aber was anderes, das müsst ihr euch mal ansehen. Das ist ja eine Tür. Was? Aber das kann doch gar nicht sein. Warum ist denn hier eine Tür im Gebüsch? Und wohin führt diese Tür? Los, mach sie doch auf, dann wissen wir es. Bist du wahnsinnig? Wer weiß, was mich dahinter erwartet? Aber in dein Ungeheuer oder so. Haha. Ja klar, los, mach schon. Also ich würd's nicht machen. Da sind bestimmt tausende Spinnen und Viecher und so. Aber ich wüsste schon gerne, was sich dahinter verbirgt. Okay, ich mach's. Sie klemmt, alleine schaffe ich es nicht. Ich helfe dir. Nee, keine Chance, sie klemmt. Dann lass das doch einfach bleiben. Es soll ihm nicht sein. Aber ich wüsste schon gerne, was sich dahinter verbirgt. Ich auch. Die Pause ist vorbei, wir müssen reingehen. Hey, ich habe einen Vorschlag. Ja? Wir kommen heute Nachmittag nochmal her. Ich bringe Schmieröl von meinem Vater mit. Dann gucken wir zusammen, was dahinter in der Tür steckt. Ich weiß nicht. Ich wäre dabei. Komm schon, Mila. Ich bin auf jeden Fall dabei. Na gut, von mir aus. Okay, dann treffen wir uns nachher um 16 Uhr hier. Abgemacht. Und solange wir weg sind, muss ich die Tür verdecken. Wir wollen ja nicht, dass jemand unseren Schatz findet. So, jetzt ist die Tür wieder gut versteckt. Am Nachmittag. Wo bleiben die denn nur? Es ist bereits 16.10 Uhr. Die kommen bestimmt gleich. Es ist verrückt, ich konnte zu Hause an nichts anderes denken. Ich muss jetzt wissen, was da drin ist. Vielleicht ist es ein Versteck für irgendwelche Räuber, die ihre Beute da verstecken. Ja klar, überleg doch mal, dann wären wir reich. Sie kommen. Na endlich, was hat das so lange gedauert? Entschuldigung, ich musste meiner Mutter zu Hause noch was helfen. Ist doch jetzt egal, kommt. Wie viel muss ich denn davon draufschmieren? Keine Ahnung. Ach, viel hilft bestimmt viel. So, auf drei, eins, zwei und drei. Ah, sie ist auf. Super. Da ist ja eine Treppe. Und man sieht überhaupt nicht, wohin sie führt. Lasst uns reingehen und nachschauen. Meint ihr? Ich weiß ja nicht. Lasst uns einen Stein reinwerfen, dann wissen wir, ob unten Wasser ist und wie tief das ungefähr ist. Okay. Das scheint nicht so tief zu sein, also gehen wir rein oder nicht? Ja, klar. Aber du zuerst. Okay, ich mach das. Kann ich hier oben warten und Schmiere stehen? Wir gehen alle zusammen. Oh Mann, ey. Na toll, noch eine Tür und sie ist mit einem Schloss abgesperrt. Dann lasst uns doch einfach wieder gehen. Bist du denn gar nicht neugierig, was sich dahinter verbirgt? Ach, was soll denn da schon sein?
Ich würde es schon gerne wissen. Vielleicht finden wir hier einen Stein oder ähnliches, mit dem wir das Schloss aufbrechen können. Versuchen wir es doch mit dem. Wo hast du denn den her? Gefunden. Meint ihr wirklich, wir sollten da reingehen? Ich habe da schon ein mulmiges Gefühl. Na klar, ich will jetzt wissen, was da drin ist. Na gut, also der Schlüssel scheint zu passen. Das funktioniert. Wow! Hey Mila, wo bleibst du denn? Komm mit rein. Ich komm ja schon. Wow, wow, das ist ja mega. Ist das krass, das glaube ich jetzt nicht. Wow, was ist das hier? Ein geheimes Zimmer unter unserer Schule. Wo kommt das denn her? Ob das ein geheimer Bunker ist? Aber es muss ja jemand regelmäßig herkommen. Es sieht hier nicht runtergekommen aus. Leute, wir können diesen Raum als unseren geheimen Clubraum nutzen. Was haltet ihr davon? Cool. Man kann sich in den Pausen heimlich hierher verziehen. Das ist doch cool. Und vielleicht ist hier irgendwo ein Schatz versteckt oder sowas. Das glaube ich nicht. Wer weiß, vielleicht ja doch. Wir könnten auch ein paar Lichterketten anbringen, dann wird's noch gemütlicher. Wie langweilig. Das ist der Hammer, ein geheimes Zimmer unter unserer Schule. Wir müssen uns das alles ganz genau mal anschauen, aber heute haben wir nicht genug Zeit dafür. Ich muss jetzt nach Hause. Ich auch, ich muss noch meine Hausaufgaben machen. Wie langweilig. Das solltest du auch lieber machen, bevor Frau Bordeaux wirklich einen Brief an deine Eltern schickt. Ist ja gut. Also, dann treffen wir uns am Samstag um 14 Uhr. Was haltet ihr davon? Und dann erkunden wir dieses Zimmer. Alles klar, und wir sagen niemandem ein Wort davon. Natürlich nicht, das ist unser Bunker. Na, seid ihr auch so neugierig, ob die vier in dem geheimen Zimmer irgendetwas finden werden? Ich auch. Das werden wir in der nächsten Geschichte erfahren. Ich hoffe, ihr seid alle dabei. Nächste Woche auf unserem Kanal. Und vergesst nicht, uns kostenlos zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ein neues Video online ist. Also, tschüss!